Hallo, ich heiße Effi und ich bin einer der Guides von Call for Perspectives Guided Tours. Wir möchten Ihnen einige Geschichten über Orte und Menschen erzählen, die Sie vielleicht kennen, aber es gibt noch viele Geheimnisse zu entdecken. Heute erzählen wir über Lord Guildford. Im schönen Garten von Boschetto, gegenüber der alten Festung, sitzt eine lächelnde Statue. Es ist ein Mann, der eine Tunika trägt und ein Buch hält. Was er zu seiner Lebzeit liebte, waren Griechenland und die Bücher. Schauen wir uns mal genauer an, wer dieser Engländer war. Frederick North, 5th Earl of Guildford, manchmal auch Lord Guildford genannt, war ein britischer Politiker und Kolonialverwalter. Er war der jüngste Sohn von Premierminister Frederick North, 2. Earl of Guildford, und wurde 1766 in England geboren. Er studierte Rechtswissenschaften am Eton College und Christ Church College der Universität Oxford. Er hatte ein starkes Interesse an der griechischen und italienischen Kultur. Die Ärzte schlugen vor, dass er aufgrund eines gesundheitlichen Problems mehr Zeit in einer wärmeren, südlichen Umgebung verbringen sollte, so dass er oft zum Mittelmeer reiste. Er bereiste viele Länder und Regionen im Mittelmeerraum, darunter die Ostküste der Adria und die Ionischen Inseln, zu denen auch Korfu gehört. 1791 wandte er sich dem orthodoxen Christentum zu und wurde ein frommer Anhänger. Guildford wurde 1792 in Korfu mit dem Namen Dimitrios getauft, als er gerade 25 Jahre alt war. Seitdem bewegt er, eine griechischsprachige Universität auf der Ionischen Insel zu gründen. Guildford reiste 1815 nach Wien, wo er sich mit dem korfuischen Grafen Johannes Kapodistrias traf, einem Diplomaten, der zu dieser Zeit für den russischen Zaren arbeitete und später der erste Gouverneur des unabhängigen Griechenlands wurde. Guildford und Kapodistrias thematisierten die Idee, eine Hochschule auf den Ionischen Inseln gründen können. 1819 wurde er zum Kanzler von Korfu ernannt, das von der Briten als Teil der sieben Inseln verwaltet wurde. Er gründete 1824 auf eigene Kosten die Ionische Akademie in Korfu statt, eine höhere Bildungseinrichtung, die die erste griechische Universität der Neuzeit war. Theologie, Recht, Medizin und Philosophie waren die vier Fächer, die in Neugriechisch unterrichtet wurden. Er schickte zahlreiche griechische Studenten auf seine Kosten an Universitäten im Ausland und er lehrte auch an der Akademie. Das erste Jahr der Akademie fand in Lord Guildfords Wohnung statt, mit 7 Professoren und 150 eingeschriebenen Studenten. Im folgenden Jahr wurde sie in ein Gebäude in der alten Festung untergebracht und seit 1841 im ehemaligen venezianischen Kasernengebäude. Lord Guildford übernahm die Ausgaben der Akademie, die er bis zu seinem Tod weiterzahlte. Nach dem Tod von Frederick North of Guildford im Jahr 1827 waren die finanziellen Ressourcen erheblich begrenzt und so begann langsam der Niedergang der Universität. Die Akademie war bis 1864 in Betrieb, als sie dauerhaft geschlossen wurde, um die neu gegründete Universität von Athen zu unterstützen, wo auch einige Professoren aus der Ionischen Akademie eingestellt wurden. Die heutige Ionische Universität in Korfu öffnete 1985 ihre Türen für Studenten und besteht aus 6 Abteilungen: Geschichte, fremde Sprachen und Übersetzung, Musikwissenschaft, Bibliothek, Archiv- und Museumswissenschaften, audiovisuelle Kunst und Informatik. Die Korfürsten richteten Guildford zu Ehren eine Statue von ihm in Korfu statt, angefertigt 1883 vom Bildhauer Perges, und benannten eine Straße in der Nähe der Universität nach ihm. Wenn Ihnen diese Geschichte gefallen hat und Sie mehr wissen möchten, schauen Sie sich unseren Blog
und der CorfuGuideDus.com an. Danke fürs Zuschauen!